Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten Far Cry 6 Let's Play. Ja, Freunde, erstmal wollte ich mich entschuldigen, dass gestern keine Folge gekommen ist. Ich habe es gestern absolut nicht geschafft, meine Familie war da, ich war gestern auf ein Wohnzimmerkonzert eingeladen. Ich hätte nicht mal eine Uncut-Folge aufnehmen können, ich hatte nicht mal 40 Minuten Zeit gehabt, eine Folge aufzunehmen gestern. Der Tag war einfach so verplant und dafür möchte ich mich entschuldigen, dass ein Tag Pause gekommen ist, aber davor die Folgen habe ich jeden Tag durchgezogen und ich versuche es natürlich weiterhin out zu machen. Aber falls mal ein Tag eine Folge nicht kommt, bitte nicht enttäuscht sein, denn ihr wisst, ich mache das nicht extra. Ich habe jeden Tag Bock auf das Game und deshalb freue ich mich heute umso mehr, das Ganze mit euch wieder aufzunehmen. Alter, das macht so viel Spaß, dieses Spiel wieder. Wirklich unglaublich. Freunde, lasst alle einen Daumen nach oben da. Ich habe natürlich wie immer eure Kommentare durchgelesen und viele haben geschrieben, ich soll zuerst die Mission von Clara machen, weil die jetzigen, die ich gerade mache, sind zum Beispiel Level 7 und wir sind noch nicht so hoch. Und deshalb ist das, glaube ich, nicht so geil. Können wir auf jeden Fall machen. Dann wechseln wir so ein bisschen hin und her. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr für sinnvoller hält. Ich soll panzerbrechende Munition in die Waffen packen. Es gibt eine der besten Waffen in Esperanza irgendwo. Müssen wir mal gucken. Und ihr habt gesagt, ihr hättet die Folgen lieber gecuttet und notfalls mal uncut. Also falls ich mal absolut gar keine Zeit habe, dann kann ich eine uncut-Folge hochladen. Ne? Und beim nächsten Special könnten wir auch mal eventuell Nebenmissionen machen. Weil, das haben auch ein paar Leute reingeschrieben, es gibt coole Nebenmissionen, man kann dadurch sein Level verbessern, neue Waffen dazu gewinnen, das Camp aufwerten und all sowas. Kann man auf jeden Fall mal machen, vielleicht auch sogar mal im Livestream. Vielleicht wäre das mal was für den Livestream. Das ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen, so nebenbei einfach mal ganz entspannt die ganzen Nebenmissionen machen im Stream oder so. Kann man ja mal gucken, ich weiß nicht, wie sowas ankommen würde. Du bist okay. In der Höhle? Stunk im Lager oder sowas? Das haben wir letztes Mal auch schon gehört. Boah, wie geil das hier wieder aussieht, Alter. Wahnsinn. Oder was geht mit dem Pferd ab? Oder das Pferd dreht. Das dreht durch, das Pferd. Was geht denn hier ab? Warte mal, Bruder, was geht hier ab mit dem Pferd? Digga, was macht das Pferd, Alter? Bruder, das Pferd dreht durch. Die Kühe sind auch noch hier. Hallo. Was geht, Bruder? Alles klar? Bruder, was guckt der mich so an, Alter? Hallo? Aber na, check, dann guck mal Milch her, Alter. Bruder, was hat dieses Pferd hier angestellt? Wo ist das hin? Das Pferd dreht durch, Amena. Was ist das denn? Ey, sowas kann auch nur mir passieren. Ich starte die Folge, auf einmal dreht hier ein Pferd durch. Ich geh kaputt, Alter. So, wir gucken uns jetzt mal auf der Karte an, was wir machen. Wir haben hier zum Beispiel eine Mission. Dizzly Dazzly. Rang 6. Wo können wir denn sehen, welcher Rang wir sind? Ich sehe das nicht. Esperanza meinte ja, wir sollen bei Clara die Mission machen. Clara. Clara. Clara Garcia ist hier. Clara, Clara. Wir gucken mal hier einfach bei Notizbuch. Hier haben wir ja alle Sachen. Gehen wir mal auf Einsätze. Und jetzt können wir sehen hier die Level, ja. Wie soll zuerst die Mission bei Clara machen? Bruder, Clara ist Rang 7. Ich bin noch nicht Rang 7. Lass doch lieber hier machen. Hier Rang 6. Rang 5. Rang 5. Rang 4. Ach, die Mission meinst du. Ah, okay, okay. Ja gut, die können wir machen. Die ist Rang 4. Schreibt immer jetzt in die Kommentare rein. Sollen wir wirklich versuchen, ein Camp nach dem anderen abzuarbeiten oder hin und her springen? Ich weiß halt nicht, wie das von der Story her sein wird. Weil es gibt ja verschiedene Orte, wo wir hin können. Wir können einmal hier zu Monteros. Wir können hier zu den... Wo war der denn? Zu Clara und Juan Cortés. Wir können zu El Tigre. El Tigre kam jetzt neu dazu. Ich würde sagen, El Tigre machen wir später. Aber eigentlich ist es schon geiler, zum Beispiel erstmal hier alles zu machen. Auch wenn es schwieriger sein wird, dann müssen wir uns der Herausforderung stellen und nicht alles so durcheinander zu machen. Aber ich werde heute erstmal die Mission Rang 4 machen von Clara und die werden wir jetzt auch verfolgen, würde ich sagen. So, wir gucken mal hier. Ja, so, wie komme ich jetzt da hin, Alter? Ist da einfach ein Timbuktu, ey. Ah, wir können hier hin. Ja, da reisen wir mal hier hin und dann sehen wir uns bei der nächsten Mission gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, ihr meint, wir sollen panzerbrechende Munition auf jede Waffe ballern und nicht die ganze Zeit mit dieser Weichzielmunition spielen. Also einfach hier zack draufklicken. Ich glaube, hier geht's bei der Waffe gar nicht, ne? Na, hier geht's nicht. Bei der geht's nicht. Bei der können wir ja fast gar nichts machen. Das ist ja die Waffe, die wir gefunden haben. Die müssen wir halt so nehmen, wie sie ist. Oder wir nehmen einfach mal eine neue. Wir können hier Mods. Ne, hier kann man nichts mehr ändern irgendwie an der Waffe. Guck mal weiter. Was haben wir hier noch Schönes? Wir haben ja noch die Waffe hier zum Beispiel, ne? Die haben wir ja gefunden. Die ist ja auch einzigartig. Die ganze Zeit diese Brandgeschosse macht und so. Ja, die ist ja auch nicht schlecht. Aber kann man irgendwo auch neue Waffen kaufen, Alter? Das habe ich bisher noch nicht gecheckt. Standardmunition. Hier können wir auch panzerbrechende Munition machen auf die Pistole. Perfekt. Und mehr können wir, glaube ich, gar nicht machen. Wir haben auch gar nicht mehr viel Waffen da. Guckt euch das mal an. Wir haben echt nicht viele Waffen. Wir haben nur dieses Gewehr hier. Wir haben das. Aber dieses Gewehr ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Weil das können wir eigentlich... Das würde ich mal persönlich sagen, dass wir das auch mal mit ausrüsten, oder? Panzerbrechende Munition. Packen wir das mit drauf. Und wählen die Waffe einfach mal aus, oder? Die hier. Ausrüsten. Zack. Nehmen wir die mit.
Wir machen jetzt mal Primärwaffe 1. So, Primärwaffe 1 ist die hier. Zweite ist die hier. Welches besser ist die Frage, ne? Die einzigartige oder die andere? Warte, wir müssen mal gucken. Ich glaube, ich nehme die hier. Die ist ja ausgerüstet. Okay, dann passt das. Dann haben wir die zwei Waffen. Primärwaffe 3 haben wir... Was haben wir als Primärwaffe 3 nochmal? Genau, den Flammenwerfer. Stimmt. Dann werden wir aber auch diesen... Der war auch nicht schlecht, ne? Das ist schwierig. Den Flammenwerfer habe ich gar nicht so oft benutzt, glaube ich, Freunde. Ich nehme, glaube ich, lieber das hier. Weil damit ein Headshot und der Gegner ist weg. Ich fand die eigentlich ganz cool, die Waffe. Das war ja diese Armbrust. Und deshalb nehmen wir die Waffe. Und dann würde ich sagen, fliegen wir mal jetzt mit dem Helikopter rüber zur Mission. Leute, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie geil sieht das Wasser da bitte aus mit diesen türkisen Flecken und sowas. Digga, als ob man einfach so ins Paradies gerade fliegen würde. Aber es sieht ja so richtig krokodilmäßig aus. Ich sage euch so, wie es ist. Wenn ich irgendwo Urlaub mache, da will ich keine Angst haben, ob da irgendwie Krokodile sind und sowas. Deshalb niemals würde ich hier irgendwo hinfliegen. Auch wenn es schön aussieht, ne? Finde Maximas Matanzas. Ich sollte das alte Fort an der Küste untersuchen. Okay. Oder ich mache jetzt einfach meine Aktion. Jetzt kommt nämlich die Ernesto Valverde Aktion. Ich zeige euch die jetzt mal. Wir gehen hoch und steigen jetzt aus. Und öffnen den Fallschirm. Ich hoffe, der... Ah, Bruder, guck mal, wo der hinfliegt. Der fliegt in die Berge. Egal, ich hoffe, die kriegen ja nichts mit, die hier unter mir. Die kriegen schon nichts mit. Guck mal. Boah, guck mal, dass da hinten fliegt. Seht ihr das noch? Ich erkenne das noch ganz klein. Hä? Einfach verschwunden, Bruder. Das ist einfach in die Matrix. Jetzt kommt Ernesto Valverde. Hoppa. Das ist die Festung. Sieht aus, als wäre seit 100 Jahren niemand mehr hier gewesen. Wow, was ist... Hey! Maximas Matanzas. Talia! Jetzt krieg ich Panik, Digga. Hallo? Das ist wie ein Horrorspiel gerade hier. Flamingo. Vielleicht gibt es einen Hinweis. Ein Hinweis. Kennt ihr noch Blues Clues, Blau und Schlau? Wer kennt das Spiel damals noch? Wir haben einen Brief entdeckt. Ich frag mich nur, von wem? Warte mal, gucken wir uns hier um nach Hinweisen. Aha, was haben wir denn hier? Falsche Yarana Parias sind zum Düstersumpf umgezogen. Marias Soldaten jagen alle, die anders sind. Ja, anders wird auch, der hat mich auch gejagt, der anders. Wenn du anders bist, wenn du frei sein willst, komm zu uns in Camp Maximas. Alle sind willkommen. Sie wollten, dass andere ihnen folgen. Denk erstmal Telefon. Maximas Matanzas war definitiv beim Fort. Da sind Spuren einer Schießerei und überall liegt Zeug herum. Das klingt nach Ihnen. Kannst du Ihre Spur aufnehmen? Ja, das dürfte nicht schwer sein. Genau das macht mir Angst. Beeil dich, Dani. Okay, weiter geht's. Was ich noch sagen wollte, Freunde. Ich habe manchmal so ein bisschen den leichten Faden verloren mit der Story, wenn wir die ganze Zeit hin und her wechseln. Deshalb müsst ihr mal reinschreiben. Ist das besser, wenn wir das wirklich so machen oder wirklich die ganzen Camps erstmal abarbeiten? Das ist die Frage, was ich leider nicht beantworten kann. Finde Maximas Matanzas. Okay, sollen wir da jetzt zusammen hinlaufen? Da sollen wir die fliehen. Idiotas, Malakas. Boah, da können wir hoch, oder? Macht das Sinn, Freunde? Ich glaube nicht. Guck mal, was bringt das denn, einfach kurz hier 3 Meter hier rüber zu fliegen? Das sieht richtig aus wie so ein Sumpfgebiet der Krokodile, ne? Ich schwör auf alles. Boah, das sieht richtig aus wie so ein Krokodilgebiet hier. Aber es sieht auch irgendwie schön aus, oder? Findet ihr nicht? Sieht irgendwie schön aus. Komm, wir gehen jetzt mal ein bisschen zusammen dahin. Das ist ja jetzt nicht so weit weg. Kleiner Hundesohn, da kriegt die Machete erstmal von hinten rein. Du Schwanz, Alter. Okay. Ah, okay. Ja, sorry. Gracias. Man tut doch immer eine gute Tat, Freunde. Merkt euch das. Ihr müsst immer eine gute Tat am Tag tun. Und dann bekommt ihr das irgendwann mal auch im Leben zurück. Merkt euch das. Ganz wichtig. Immer versuchen, anderen Leuten auch was Gutes zu tun. Ne? Nicht immer nur an sich selber denken. Ganz wichtig. Sei es, wenn man draußen jemandem auf der Straße einen Euro gibt oder sonst irgendwas, Freunde. Immer eine gute Tat tun. Und dann kriegt ihr irgendwann mal was Besseres zurück. Ne? Gibst du Gutes, kriegst du Gutes. Meistens immer das Doppelte zurück. Ne? Also Leute, kleine Anekdote vom Rillepeter hier. Ich war gestern, genau, wir können mal ein bisschen erzählen, sonst habe ich ja auch mal erzählt bei solchen Let's Plays, was ich gemacht habe. Ich war gestern auf einem Wohnzimmerkonzert, vielleicht habt ihr meine Instagram-Stories gesehen, falls nicht, guckt euch jetzt noch schnell meine Insta-Stories an. Da waren wir auf so einem Konzert gewesen. Das Lied und das war einfach krass. Hat richtig Bock gemacht, Alter. Auch wenn das nicht so meine typische Musik war. Aber es war schon cool. Ich bin nicht der Erste, der sie findet. Neues Schnellreiseziel verfügbar. Finde Maximas Matanzas. Was läuft denn hier für eine Musik, Digga? Hier muss ich vorsichtig sein. Was läuft denn hier für ein scheiß Song, Amena? Vorsicht, Winchester!
Warte mal, wir sollten vielleicht erstmal mit unserem Handy Lucky Lucky machen. Pack mal dein Handy aus. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Geusche. Was haben wir hier? Oh, das sind Krokodile, Bruder. Apropos Krokodile, Bruder, wo ist denn Guapo? Die Soldaten waren vor mir da. Ey! Anscheinend wollen sie etwas Spaß. Stimmt! Warum ist das so rot, das Wasser hier? Hä? Du hast ja nichts Gutes zu bedeuten, diese rote Wasser, Alter. Bruder, einfach Guapo. Ey, wie kann ich Guapo rufen? Moment. Wir müssen Guapo rufen, Freunde. Amigos. Hey, Guapo. Da ist er, wo ist er? Guapo. Na, mein Scheiner, wie geht's dir? Hey, Guapo. Meine Güte, Alter, hab ich voll vergessen. Der war auf. Der hat sich ausgeruht, Freunde. Der hat ein anderes Krokodil kennengelernt. Hat mit der ein bisschen gechillt und so. Und deshalb hat er jetzt kurz Pause gehabt. Ist er wieder bei uns, der gute alte Guapo. Okay. Schauen wir uns mal hier um. Was läuft denn für eine komische Scheiße? Ich kann euch auch nicht retten. Hey. Mach's jetzt auf meine Art hier. Okay, stopp dir das Maul. Warte mal, diese komische Musik hier, was ist da? Oh shit, here we go again. Guapo, fass! Ach geil, Guapo rennt hier einfach rum. Ich möchte mal kurz einen Headshot geben von der Seite. Meint, das hat jemand gesehen? Ich weiß es nicht. Mach mal diese, warte mal, so komm. Pack die mal kurz. Schmeiß die mal kurz ins Wasser rein hier. Hoppa. Wir sehen mal aus, wie die Leichen runterfliegen. Das Spiel hat aber auch kaum Bugs oder so, ne? Wirklich. Also bisher ist mir echt nicht viel aufgefallen. Ja, Guapo, geh ruhig ein bisschen schwimmen, mein Schatz. Komm. Den hab ich so vermisst, ne? Der soll gleich mal die anderen Krokodile hier auffressen. Wir sind doch... Oh mein Gott, Guapo, Bruder, was macht der da? Guapo schwebt! Der kann fliegen, Bruder! Oh mein Gott. Wie kann der mich von da ganz hinten sehen, der Schwanz? Hat keiner gesehen? So, hier sind doch nicht viele. Das sind drei Leute oder so, habe ich das Gefühl. Oder habe ich noch nicht alle entdeckt? Den hole ich mir auch noch kurz von hier mit Headshot. Das ist Sanitäter, ne? 1, 2, 3. Boah, ich liebe das, diese Headshots zu geben. Gorilla, Gorilla. Hä, wer ist denn? Ach, da ist noch jemand. Bevor der irgendwie sein Maul aufmacht, kriegt er den von mir. Sichere das Camp, muss die Soldaten vertreiben. Ja, wo denn, Bruder? Wo sind denn hier noch welche? Mach die Tür auf. Der Weihnachtsmann ist da. Hallo. Können wir auch angeln gehen hier? Okay, so, warte. Lucky, Lucky, Lucky. Haben wir noch jemanden hier? Wo sind denn die Gegner, Mann? Ich sehe keine mehr. Das Camp ist doch gesichert hier, oder bin ich blöd? Muss die Soldaten vertreiben? Ich renne jetzt hier einfach durch. Hier sind doch eh keine vielen Soldaten. Oder ich muss vielleicht die Krokodile noch töten. Weiß es nicht. Wow, was geht denn da ab? Aha. Zuerst die Arschlöcher! Oha. Ah. Jetzt hätte ich die verfüttert, ne? Ja, bringt bestimmt richtig viel mit einer Feuer... Oh, oh. Der dreht durch, der dreht durch, der dreht durch. Guck ich schnell. Guapo! Warum schießt die ab? Hä? Wie kann ich den befreien? Kann ich den nicht befreien? Hä? Warum kann man den nicht runterschießen? Bin ich... Willst du mich verarschen? Warum kann ich den nicht runterschießen? Was machst du denn? Leg sie um! Wen denn? Das ist mein Krokodil! Ach, will Guapo die jetzt auch essen, oder was? Warte mal, wie kann ich jetzt... Guapo, komm mal her. Wie kann ich schon mal Guapo befehligen? Scheiße. Guapo, komm her. So. Ja, willst du mich verarschen, Alter? Was muss ich denn jetzt hier tun? Warte mal, ich schieß... Hä, wieso fange ich an? Aha, da hinten ist noch jemand. Seht ihr das? Meine Fresse, Alter. Da hinten. Ey, hab ich nicht gesehen. Deswegen ging hier nichts. Halt deine Fresse hier. Halt deine Fresse. Ist hier noch jemand, der auf die Fresse will? Mein Gott.
freie Talia. Ey, willst du mich verarschen und ich versuche die ganze Zeit wieder von der Scheiße runterzuschießen? Wetten, jetzt geht's? Oder jetzt muss ich irgendwas drücken, damit es geht? Okay, okay. Ich komm ja schon. Beruhig dich mal. Aha, und jetzt war mal befreien, ne? Jetzt geht's. Junge, 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 Junge. Schneidest du mich runter oder was, Karako? Pinga! Du musst Talia sein. Schnauze! Was hat die denn? Hey, meinst du, ich kann das behalten? Nein? Ja? Hey, Mann! Du hast gerade Maximas Matanzas gerettet. Die abgefahrenste Truppe von ganz Yara. Ich hätte es ja selbst erledigt, aber ich konnte nicht aufhören zu heulen. Geh mir aus dem Weg. Was ist das denn für ein komischer Vogel, Bicho, Alter? Mann. Ich bin aus Mexiko. Lass mich verdammt nochmal hier raus. Ich weiß, dass ihr mich hören könnt. Wenn ich dich rauslasse, wirst du dich benehmen? Mi amor. Boah, der hat eine Stimme, die man kennt. Fick dich, Talia. Hört mal die Stimme. Oh. Die kennt man. Du könntest dich doch verstecken wie eine feige Pussy, Mann. Willst du sterben, bevor wir in Amerika sind? Oh. Ey, die Stimme kennt man, Digga. Sehr geile Synchronstimme. Mann, Paolo. Oha, also die twerkt erstmal. Mann kümmert sich um seine Frau, indem er sie in einem stinkenden Sumpf versteckt. Perfekte Puta. Coño. Hoho, das ist das Vorspiel. Was geht denn jetzt hier ab, Amina? Okay, okay. Habt ihr von Libertad gehört? Clara Garcia schickt mich. Ja, nimmt euch doch ein Zimmer, Alter. Wir waren Libertad vor Libertad. Was denkst du, wer Clara zu ihrer ersten Demo schleppte, als sie noch in der Scheißbibliothek wohnen wollte? Das ist mir egal. Clara weiß, dass ihre Scheißreden keinen dazu bringen, sich Libertad anzuschließen. Sie braucht ihre Stimme. Keine Sorge, sie hat nur Scheiße im Kopf, genau wie du. Willkommen im Camp Maximas. Das sind Tiere. Das ist immer der Freund, der mitkommt, wenn man in die Disco geht, der keine Frau abbekommt. Hey, die Soldaten sind weg. Kommt raus. Aha, boah, Digga, wie viele Camps finden wir denn hier? Oh, was ist das denn für ein schöner Hund? Ah, guck mal, der Hund. Oh, der Süße. Chabo, neuer Einsatz. Sprich mit Philly. Clara, ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Oh. Ich bin jetzt einfach dahin gegangen, Leute. Ich dachte, man muss mit dem reden, aber musste man nicht. Ich habe nichts gedrückt. Du hast nur Scheiße im Kopf. Hier sind viel mehr Leute, als ich dachte. Sind das auch Musiker? Talia sammelt Träume ein, die dumm genug sind, sich mit Antons Kulturministerium anzulegen. Ich sorge nur dafür, dass sie sich nicht das Gesicht wegschießen. Ich dachte, ich wäre der einzige Aufsteiger. Papa war Ausbilder. Fünfte Generation Armee, dann kam ich. Was ist passiert? Entlassen. Nachdem ich mich von seiner Lieblingstochter in einen Freak verwandelt hatte. Seine Worte. Scheiße. So ist Trans beim Militär, Kompai. Ich hatte Glück. Talia hat mich beim Clown erwischt. Anstatt mich zu verpfeifen, hat sie mir eine gescheuert. Libertad kann euch allen hier helfen. Libertad? Nach Castillos Wahl kämpften wir mit Clara. Was hat's gebracht? Clara haut ab und spielt Guerriera. Talia wird in Marquesas beschissene Akademie verfrachtet und ich verschulde mich, um sie da rauszukriegen. Bei wem? Bembe, ein Schwarzmarktschmuggler. Wenn er ausgezahlt ist, verschwinden Talia und ich von dieser Insel. Kann ich dir bei den Schulden helfen? Ich nehme keine Almosen. Okay. Wieso bist du ausgetreten? Hab meinem Ausbilder vor den Kehlkopf gehauen. Ich bin ein Morgenmuffel. Sekunde. Bembe ist da in der Kirche. Boah, das Spiel wird bestimmt noch so krass werden, Alter. Ihr meintet, ich brauche bestimmt noch so 35 bis 40 Folgen. Ne? Wir sind gerade bei Folge 11. Das wird eine geile, geile Let's Play-Reihe. Schulden begleichen. Digga, was läuft hier für eine scheiß Musik, Alter? Clara, ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Maximas Matanzas geht es gut und sie haben hier sogar ein ziemlich solides Lager. Allerdings scheren sie sich einen Dreck um Libertad. Gib ihnen Zeit, Dani. Sie haben viel durchgemacht. Ohne Talias Stimme und Paulos Disziplin können wir Castillo nicht besiegen. Du musst ihnen nur helfen, beides zu finden. Okay, Clara. Hoffentlich weißt du, in welchen Schlamassel du mich da reinreiterst. Bauern, verbessert die Einrichtung der Guerillalager. Ja, kann man alles verbessern und so. Aber die Frage ist, triff dich mit Bembe. Aber warte mal, wo ist denn Bembe? Boah, ist am Arsch der Welt, Digga. Wie soll ich denn hier hinkommen jetzt? Gibt es irgendwo ein Schnellreiseziel, wo wir hin können? Ich glaube nicht, oder? Was ist das hier? Nee. Wir müssen jetzt irgendwie... Gibt es hier in dem Lager... Hier gibt es leider keine Flugzeuge. Scheiße, hier gibt es nur Autos. Ja gut, dann nehmen wir uns erstmal ein Auto, würde ich sagen. Und dann reisen wir dahin. Bis gleich, Freunde. Oh, wer ruft da an? Talia? Jetzt willst du also mit mir reden. Nein, ich will dich sehen.
Soldaten treffen uns im Zoo bei Lavadidora, dem wilden Fahrgeschäft. Okay, wenn das irgendein abgedrehtes Date werden soll. Bewege einfach deinen Arsch hier rüber. Und sag Paolo nichts davon. Der zerrt mich sonst zurück in diesen Scheißsumpf. Kletten brechen, Einsatz. Okay, wir haben einen neuen Einsatz bekommen. Es kommen immer mehr rein. Ich glaube, es ist echt schwierig, die Story komplett zu verfolgen. Oh, es ist Nadelbänder, ne? Egal. Siehst du? Gut, dass wir nicht mit dem Auto gefahren sind. Genau das wollte ich sagen, Freunde. Man kann die Story, glaube ich, nicht zu 100% so alles nachvollziehen. Es sind auch viele kleine Missionen und sowas. Aber wir sollten auf jeden Fall das Wichtigste verstanden haben, denke ich mal. Und das, guck mal, der rennt hinterher, der Arme. Geht ja darum, am Ende diesen einen da platt zu machen, der auch auf dem Cover ist, der auch bei der ersten Folge drauf ist, um sich quasi darauf vorzubereiten und so. Aber es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr geil werden, kann ich mir vorstellen. Und jetzt bauen wir uns quasi unsere eigene Armee hier auf und so. Es macht schon Bock. Ist auf jeden Fall sehr nice. Okay, wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Naja, wir sehen uns nicht gleich wieder. Ich laber jetzt mit euch, ihr Schweine, hä? Wie bei WWE damals. Also gestern waren wir auf so einem kleinen Wohnzimmerkonzert. Das bedeutet, ein Kollege von mir hat eine Band organisiert, die reist quer durch Deutschland und gibt so Wohnzimmerkonzerte. Und waren wir gestern so mit 40 Leuten in so einem Saal hier in Düsseldorf. War richtig cool. Die haben auch so Klassiker gespielt, natürlich eigene Musik. Und die haben auch öfter mal einen Auftritt beim Rock am Ring gehabt. Ne? Kennt ihr vielleicht auch. War auf jeden Fall sehr, sehr entspannt gewesen. Und ja, war eine coole Sache. Also es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, Freunde. Auch wenn es nicht so meine Musik ist, ist ja eigentlich mehr so eine Punk-Band. Ist eigentlich überhaupt null meine Musik, ne? Sag ich so, wie es ist. Warum will der, dass ich hier lang gehe, obwohl ich hier schneller dran bin? Aber man war unter seinen Freunden, es hat Spaß gemacht. Deshalb checkt unbedingt mal meine Stories aus, dann werdet ihr ungefähr verstehen, was das war. Das hat auf jeden Fall ein Kollege von mir einfach so organisiert und das war richtig angenehm. Ich muss Paolo helfen, seine Schulden bei einem Schmuggler namens Bendy zu begleichen. Tu, was nötig ist, Dani. Wenn Paolo dieses Lager in so kurzer Zeit bauen konnte, stell dir vor, was er für Libertad tun könnte. Verstanden, Clara. Bendy ist in der Kirche. Ich frage mich, ob er um Vergebung bittet. So. Ruhig. Okay, wir sind da. Komm mal, Trick 17. Einfach auf Bock springen und rüber, hä? Oh, voll geil hier, Alter. Wo sind wir denn hier gelandet? Pack mal, vielleicht bist du die Waffe weg, wenn du in die Kirche gehst. Tch, der rennt da mit einer Waffe in die Kirche rum, ey. Okay. Bist du Bembe? Nein. Sünder, wenn ich ihn sehe. Ich bin Dembele. Bembe Avares. Willst du mich nicht mal begrüßen, du Arschloch? Wenn du mich verarschen willst, Danny, verkaufe ich deine Organe an die Yankees. Und ich weiß, dass Paolo Schulden verschwinden, wenn ich dich erschieße. Nein. Du hast Regeln. Du tötest, aber du bist kein Mörder. Digga, die Stimme kennt man auch, Alter. Du hast mich erwischt. Und was macht das aus dir? Ich töte Guerrieros. Ich töte auch Soldaten. Alles nur geschäftlich. Man kann einfach so tun, als wäre man neutral. Mein Vater war ein Guerriero 67. Nach der Revolution schlüpfte er in eine schicke Militäruniform. 30 Jahre später kommt es zu seiner Überraschung zu einer neuen Revolution mit neuen Guerrieros. Zum Dank kriegt er eine Kugel in den Kopf. Er wurde in seiner schicken Uniform verscharrt. Bist du bereit für deine Uniform, Rojas? Das könnte ich dich auch fragen. Wieso das? Eben warst du noch im Priestergewand. Ich mag dich, Dani Rojas. Machen wir Geschäfte. Die geile Stimme, Digga. Heftig, was so Synchronstimmen ausmachen können, oder? Seid mal ehrlich. Scheiß Bambi. Digga, der kennt seine geheimen Wege und so, Alter. Der ist schon unter dem Boden verschwunden, ey. Okay, Rojas. Du musst meinen Schlüssel von meinen Geschäftspartnern abholen. Wo sind die? Im Hotel. Meine Partner heißen Dimitri und Vasili. Vasili? Russen und Zwillinge. Ich mache es dir einfacher und schicke ein Foto. Zu gütig. Angeblich ist Güte die niedrigste Form der Manipulation. Das ist ein einfacher Job, Rojas. Besorg mir meinen Schlüssel und Paolo wird dir dankbar sein. Ich will nicht Paolos Dankbarkeit, sondern seine Schulden begleichen. Das wollen wir alle, Rojas. Vor allem ich. Gut, ich besorg dir den Schlüssel. Aber dann sind du und Paolo quitt. Verstanden? Ich liebe dich, Rojas. Bis dann. Okay, erreiche das verlassene Hotel. Okay. Musst du mein Handy rauszuholen. Okay, die zwei. Ja, easy, machen wir. Dribbeln wir jetzt. Okay, unser Pferd haben wir hier gelassen, ne? Perfekt. So. Reiten wir dann. Erreiche das verlassene Hotel. Dort finde ich die Zwillinge und Bembes Schlüssel. Ja,
das kann mir nicht vorstellen, dass das so einfach wird, ne? Da wird bestimmt irgendwas auf uns warten, Freunde. Genau, wo war ich stehen geblieben? Ja, es war gestern so gewesen, dass wir dann da dort gewesen sind, bis 4 oder 5 Uhr. Und davor war ich ja... Ach, geil. Davor war ich ja mit meinen Eltern bei mir grillen gewesen. Und ich wollte jetzt nicht meiner Familie absagen, weil ich noch Far Cry aufnehmen müsste. Ich denke mal, da könnt ihr mich... Digga, reicht... Mann! Versteht ihr, was ich meine? Und deshalb war ich mit meiner Familie gestern, weil die auch gestern Zeit gehabt haben. Samstag ist ja immer so, sag ich mal, unser Grilltag, ne? Wo wir... Willst du mich verarschen? Wo wir immer zusammen Burger essen oder normal was grillen und so. Und deshalb war ich mit meiner Familie da unterwegs gewesen, also bei mir. Und ja, wir haben auf jeden Fall auch einen Beamer. Da könnt ihr mal gerne jetzt abchecken. Auf Instagram gibt es ein dickes Gewinnspiel, wo ihr einen Beamer gewinnen könnt, Freunde. Und es ist einfach so der Wahnsinn. Ich habe damit gestern Fußball geguckt. Das ist so anders. Ich hätte mir das niemals so krass vorgestellt, dass wenn man mit einem Beamer Fußball guckt, dass es einfach so viel mehr Spaß macht, ne? Sag ich so, wie es ist. Hat so viel Spaß gemacht. Scheiße, müssen wir da irgendwie rüberkommen, ey. Ah, Kacke, Alter. Bist du hier im Boot? Ja, ja, guck mal, Riddle Peter, von einer Station zur anderen. Pass auf, nein! Amena, Pferd, nein! Kannst du schwimmen? Können Pferde schwimmen, Chat? Ja, kannst schwimmen, ne? Kannst easy zurück, oder, mein Schatz? Jawoll, der schafft das schon. Super gemacht hier. Junge, Junge, Junge. So. Aber ja, ich versuche natürlich wie immer sonst Far Cry jeden Tag zu bringen. Vielleicht kommt die Tage mal wieder ein Tag Pause, aber dann ist es halt so, Freunde, ne? Da wollte ich noch mal Bescheid geben. House of Ashes kommt jetzt auch in 6 Tagen oder 4, 5 Tagen raus. Ich werde vielleicht sogar den Code früher bekommen. Da könnt ihr auch mal reinschreiben, ob das okay ist, wenn ich House of Ashes vielleicht jeden zweiten Tag bringen werde und nicht jeden Tag. Weil sonst muss ich jeden Tag 2 Videos für viel Gaming machen. Das wird auch nicht so einfach werden. Okay. Ist das überhaupt richtig, dieses Hotel hier? Ja, das ist richtig. Es wird sogar bewacht. Heilige Scheiße, okay. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass eventuell Soldaten vorm Hotel stehen. Eventuell. Hey, ich versuche nur dir zu helfen. Du hilfst den Leuten nicht beim B, du benutzt sie. Das nehme ich mal als ein Dankeschön. Oh oh. Sie riecht auf Undercover. Schandalosch. Von wegen einfacher Job. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Hier liegt eine Kiste. Wo waren denn diese Kisten, wo man mal... guck mal hier, wo man Waffen findet. Maschinenpistole haben wir gefunden, Level 1. Wie können wir die Waffen aufleveln? Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Ach, du Scheiße. Finde, wenn ich... Sind das die Zwillinge? Ich sehe einen Russen. Aber ist das Dimitri oder Vasili? Okay, das heißt, wir müssen die alle platt machen, ne? Scheiße, mein Sprühkommando. Ach du Scheiße, Bruder, wie viele das sind, ne? Nein, wieder. Schauen wir, ey. Sagt mir, Freunde, bei welchem Let's Play von mir. Oh nein, jetzt kann ich mich nicht wegbewegen. Nein, 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 der Controller ist leer. Bruder, hör doch auf, Alter. Ey, jetzt habe ich mich fast gesehen, weil mein scheiß Controller weg leer ist, Mann. Junge. Können wir nicht mal. Können wir hier hoch? Oh, ich wollte schon sagen. Wir machen jetzt nämlich die Ernesto-Taktik. Wir gehen aufs Dach. Weil die von oben hier alle ab. Was haben wir denn hier für Schönes gefunden? Auch wieder was? Ein Baseball-Kit. Ja, super. Hat mir ja super was gebracht, hier hochzukommen, Alter. Aber wisst ihr, was ich gesehen habe? Ich habe von draußen noch eine Leiter gesehen. Und die werden wir mal vielleicht hochgehen, Freunde. Ich zeige euch die mal. Ich habe nämlich immer wie immer alles direkt studiert, wo es hier hochgeht und so. Nämlich die Leiter habe ich gesehen. Vielleicht können wir hier von oben was errichten. Mal hoch, hoch. Naja, guck mal jetzt hier. Ernesto auf den Dächern. So muss es sein. Aha, perfekt. Guck mal, da ist sogar einer, ne? Ja, genau, genau, so machen wir das. Der hat eine schöne Sniper am Start, ne? Zack. Ganz easy. Okay. Guck mal, wo wir jetzt hier sind. Warte mal, haben wir nicht... Ah, was können wir denn für eine Waffe nehmen? Sollen wir die nehmen? Lieber über schießen. Schießen macht mehr Sinn für mich. Wir müssen jetzt gucken, wie wir das machen, Freunde. Eine Granate macht keinen Sinn, dann würden wir die alle umbringen. Ich würde sagen, erstmal die einen Schuss brauchen. Safe. Okay, 1, 2 und 3. Wenn der Kampf hat, das war! Digga. Wie gut habe ich da gerade bitte geschossen, Freunde? Seid mal ehrlich.
Aha, war das gut oder war das gut, Freunde, hä? War das gut oder war das gut, hä? Und jetzt springe ich da runter, wie ein Superheld, und lande direkt vor denen, auf seinen Kopf. Ah, was geht? Bist du Dimitri oder Vasili? Dimitri, und wer zum Teufel bist du? Bambi schickt mich. Wo ist der Schlüssel? Darum geht es also. Bambi hat uns echt am Arsch. Erst schickt er die Armee und dann schickt er dich. Ich arbeite nicht für Bambi. Ich will nur den Schlüssel. Mein Bruder hat den Schlüssel. Die Soldaten haben ihn ertränkt wie einen Hund. Was? Aber er hat nicht um sein Leben gewinselt. Vasili ist als echter Mann in diesem Pool gestorben. Gracias. Armer Vasili, Alter. Tut mir leid mit deinem Bruder. Ich hau aus Jara ab. Das solltest du auch, bevor BMW dir in den Rücken fällt. Oh mein Gott, das ist ein Geräusch, Bruder. Bevor dir BMW in den Rücken fällt, ja. Kann ich mir nämlich auch vorstellen, dass dieser BMW safe irgendwas vorhat mit uns. Da. Oh, Digga, was ist denn ekelhaftes? Alter, was zur Hölle ist das denn hier? Junge. Bambi, du beschissener Hijo de Puta. Ah, du hast also meinen Schlüssel. Si, ich hab ihn von deinem toten russischen Freund. Zorochas, der Schlüssel öffnet einen Safe im Hotel Via Rodia. Ich brauche das schwarze Buch, das da drin ist. Was ist denn dem Buch? Für dich? Paolos Freiheit. Okay, ist das... Oha, geht zum Hotel. Digga, wir sind ja richtig am Wandern hier von einem Hotel zum anderen. Junge, wo ist dieses Hotel, Armena? Bruder, das ist einfach in Timbuktu, dieses Hotel. Guck mal, wie weit weg. Können wir wenigstens schnell reisen? Ja, wir können hier in schnell reisen. Okay, dann gehen wir von dort gleich weiter dahin. Okay, Freunde. Und da sind wir am Hotel. Überraschung, die Armee ist hier. Ah, super, die Armee ist hier. Bambi, ich bin beim Hotel. Die Armee war auch. Ich nehme an, das wusstest du schon. Es sind die kleinen Überraschungen, die das Leben erst lebenswert machen. Erspar mir den Blödsinn. Lass mich raten. Ich soll sie für dich ausschalten, ja? Siehst du, deswegen mag ich dich, Horas. Leg die Soldaten nicht für mich um. Tu es für Paolo. Ach, Scheiße, Alter. Oh, nein, 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 nicht gut, nicht gut. Boah, die panzerbrechende Munition ist so stark, Alter. Die sind ja sofort alle tot, Digga, mit einem Schuss. Wahnsinn. Ich brauche ja nur meistens nur einen Schuss für die. Oh, oh, nein, nein, nein. Wir dürfen keinen Alarm schalten. Keinen Alarm schalten, Digga. Oh, oh, hier sind irgendwelche Tiger und sowas, Digga. Was ist das denn, Alter? Nein, 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 wer schießt diese Scheiße hier hoch? Tiger hier, Alter. Kann ich die befreien? Bringt das was, die zu befreien? Oh, oh Gott, die sehen aber böse aus, ne? Ich werde dir aber... Oh, oh. Krieg erstmal ein... Nenn mich Supremo. Der zweite, der dritte schreibt keine Geschichte. Mein Typ Supremo. Und das war's. Ganz easy. Wow. Alter, wie schön, ne? Richtig schön. Aber, guck mal, ich schwöre, bei denen wird... Ich glaube, ich muss die umlegen, ne? Es tut mir leid. Weil die werden mir angezeigt, als wären es... Oder doch nicht. Ja, gut. Ich rede das Hotel. Ja, ich glaube, wir müssen die leider umbringen. Weil die werden auf der Karte rot angezeigt, Leute. Will ja nichts sagen, ne? Aber wer sieht mich denn hier? Die Tiger gerade, oder was? Ja. Sorry. Sorry, Mann. Ich glaube, ich muss die echt abballern. Oh, oh. Nein. Nein, was war ich da? Aber ist... Ich dachte, er ist korrekt, Bruder. Mann. Was ist denn da hinten los, Alter? Das ist ein Headshot, du Schwanz. Ganz easy, Hotel gesichert. So, Moinsen, ich bin's, der Uwe. Finde und öffne den Safe. Okay, Hotel ist gesichert. Ich weiß nicht, ob wir die Kleinen jetzt gerade umbringen mussten, Alter. Das tut mir irgendwie auch leid. Ohne Scheiß. Safe ist doch safe hier irgendwo. Safe ist doch safe irgendwo hier. Warte mal. Aha.
Medizin mitnehmen. Finde und öffne den Safe. Wo könnte der denn sein, Alter? Der Safe ist im Restaurant. Ah, okay. Ja, siehst du, ist manchmal doch gut, wenn man die Sachen sich anschaut hier. Ah, Bruder, geiles Restaurant. Sind hier welche, oder was? Es ist rot markiert. Aha, da hinten ist doch jemand. Oh, ich sehe dich, Scharfschütze. So, es war mal ein Scharfschütze. Der kannte und der kannte den Cousin des einen. Und den kannte ich zufälligerweise auch. Junge, Junge. Ab ins Restaurant. Gib mal zu essen. Ich hab Hunger. Hallo. Junge, was sind das für Geräusche hier, Alter? Oh, habt ihr das gerade gehört? Was? Oh mein Gott, was? Ein Riesenkrokodil ist aus dem Krokodilreservat Anton Castillo ausgebrochen. Och du Scheiße. Oh Gott, hier gibt es irgendwo ein Riesenkrokodil, Freunde. Habt ihr das gelesen? Oder der wird, glaube ich, Guapo auffressen. Das. Ja, was ist denn das? Oh, das ist. Ich höre ganz dieses. Hört sich gar nicht gut an. Dann machen wir erstmal den Safe auf hier. Bambi, ich bin fertig. Ich hab dein Buch. Muy bien, Rojas. Rojas, jetzt weiß ich, warum Clara so fest an dich glaubt. Du bist ein gutes Mädchen für alles. Glaubst du nicht, dass ich mehr drauf hab? Beweis es. Ich muss dir gar nichts beweisen. Sag mir, wo wir uns treffen. Ich bin am anderen Ende der Nordbrücke des Hotels. Triff dich mit Bembele, Alter. Habt ihr nicht auch die ganze Zeit diese Geräusche gehört, Alter? Ich hab die ganze Zeit dieses Brrrr. Also soll irgendwo hier ein riesen Krokodil unterwegs sein. Und mit riesig ist bestimmt so 15 Meter oder so gemeint. So 10 Meter Krokodil. Es gibt auch riesen Krokodile, ne? Ich hab mal Videos gesehen, die größten Krokodile der Welt, Bruder. Da kriegst du Panik, wenn du das siehst, ne? Ich krieg Panik. Guckt euch bloß nicht diese Videos an, die größten Spinnen der Welt. Dann ist es komplett vorbei bei mir. Das für ein Buch. Dann ist es komplett vorbei bei mir. Egal. Vielleicht ist Krokodile drin. Ich gehe hoch, Hochachtung, Lebensgefahr. Einfach nach oben gucken, dann kannst du dich nicht erschrecken. Das ist das Wichtigste. Einfach nach oben gucken, dann kannst du dich nicht erschrecken, verdammte Scheiße. Mal schon wieder hier Geräusche. Hört ihr das? Gugulu, gugulu, gugulu. Zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Was sind das hier wieder die ganze Zeit für Geräusche, Alter? Da ist er doch, der Schwanz. Daniel. Danke, dass du meinen neuen Hafen gesichert hast. Ich dachte, du bist das Buch aus dem Safe. Kann ein Mann nicht beides haben? Natürlich ist das Hotel Via Rodia das wahre Juwel. Der beste Schmugglerhafen an der Südküste. Du brauchtest nur jemanden, der die Konkurrenz ausschaltet. Die Russen haben hier gutes Geld verdient. Und mit dem Buch und den Namen korrupter Beamter fließt dieses Geld jetzt zu mir. Wir sind hier fertig, aber du hast noch reichlich zu tun, Rojas. Du hast einen Teil von Paolos Schuld beglichen, aber längst nicht alles. Keine Sorge, ich habe noch mehr Arbeit für dich. Easy. Und damit haben wir den Auftrag auch abgeschlossen, Freunde. Denn ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei der nächsten Mission. Und da müsst ihr jetzt unbedingt mal reinschreiben, wie wir weiter vorgehen sollen. Nehmen wir das Notizbuch. Wir sehen hier, was für ein Level die ganzen Aufgaben sind hier. 6, 7, 5, 5. Maximas Matanzas ist auch 5, 4. Also wir haben jetzt gefühlt 1000 Gebiete hier irgendwie am Start. Also wir müssen natürlich nur die Einsätze machen. Hier zum Beispiel, wir haben das hier, wir haben Esperanza, Madrugada, hier die ganzen Orte. Ich weiß nicht, was wir zuerst machen sollen. Hier Maximas Matantas sind diese Sachen hier, diese drei Sachen, das ist ja ein Gebiet. Dann haben wir diese Legende von 67, dann haben wir Monteros, wir haben Libertad mit Clara und wir haben hier Diesel Daisy. Schreibt es in die Kommentare rein, Freunde. Und dann würde ich sagen, Ernesto Valverdos verabschiedet sich vom heutigen Far Cry Let's Play. Ach geil, Digga, super, super Screenshot. Scheiße! Leute, ey, was ist das, Mann? Scheiße! Einfach eingefroren, Mann. Hallo! Moment, lass mich mal wieder auftauen. So, okay. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge wieder. Kuss geht raus. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Später gibt es noch einen Livestream auf Twitch. Checkt das auch gerne aus. Und dann würde ich sagen, Ernesto Valverdos verabschiedet sich. Haut rein. Und ciao.